Hi zusammen, es geht weiter bei Nioh 2 und wir stürzen uns jetzt direkt in die nächste Hauptmission, die leere Festung. Die Burg Inabayama, die Festung des Saito-Clans. Dorthin hat sich Yoshitatsu zurückgezogen, nachdem sie ihren Vater ermordet und die Geistersteine gestohlen hat. Es wird Zeit, Meister Dosam zu rächen. Offenbar sind die Verteidigungsanlagen jedoch beeindruckender, als Fürst Nobunaga es sich je hätte vorstellen können. Seltsamerweise erzählt man sich aber von einem Mann, der die Burg in einer einzigen Nacht eingenommen hat. Wie sieht es aus? Wollen wir ihm einen Besuch abstatten? Er könnte der Schlüssel sein, um hineinzugelangen. Dann statten wir ihm nochmal einen Besuch ab. Yoshitatsu, das derzeitige Oberhaupt des Saito-Clans, residiert nun in der Burg Inabayama, einer beachtlichen Festung auf dem Berggipfel mit weitem Blick über die Ebenen von Mino. Vor langer Zeit eroberte sein Vater die Burg von ihrem damaligen Besitzer und legte den Namen Hidetatsu ab. Er nannte sich fortan Dosan und herrschte von hoch oben über Mino. Doch nun, nachdem Dosan durch Yoshitatsus Ränke zu Tode gekommen war, verändert sich die Burg und hat eine unheilvolle Gestalt angenommen. Man erzählt sich, diese neue Erscheinung spiegle die krankhafte Macht ihres neuen Herrn wider. Na dann, bin ich hier mal gespannt. Moment!本部殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げるが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですが、あいにく私は病の身、何もお役には立てません。お引き取りを。 もしやあなたが藤吉郎殿か。いやあ、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。 Alles klar, Ziegenpeter. Okay. そう。俺はムミオと一緒に霊石を探す。こっちはお前に任せたぞ。ほら、こいつで一応頑張ってきてくれ。Oh, danke. Super, ein kleiner Geiststein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll vor lauter Dankbarkeit. Das ist hier oben. Wir können einmal hoch und einmal runter. Ich dachte, du willst die Führung übernehmen. Dann haut einfach ab. Penner. So. Und dann Bahnpanzeranschwung. Das können wir offenbar noch nicht öffnen. Alles klar. Dann haben wir hier noch einen potenziellen Shortcut. Runter. Ich hätte da eben schon jemanden rumkrebsen sehen. Da. Oh Gott. Irgendwie kriege ich das nie auf die Kette, wo man was wechselt. Gibt's hier wohl nicht? Weicht der mir aus? Jetzt mehr Heilung von der Rüstung, das ist halt echt geil.
Es ist nicht viel, aber es ist doch halt einfach immer noch eine Gratisheilung. Und das ist auch einfach eine starke Kombo. Oh, mir fällt aber gerade ein, wir müssten vielleicht so rum auch mal wieder ein bisschen unseren Speer benutzen. Der ist ja jetzt auch wieder neu. So, was konnte der geile Fackelspeer hier? Ach stimmt, der hatte diesen Reinheitsschaden. Der Minchspeer hat an sich ja nichts Geiles. So an Fähigkeiten, ich meine ein paar Fähigkeiten, aber jetzt kein Zusatzschaden, kein Giftschaden. Eigentlich nur für das Set momentan interessant. Und ich höre schon den Kodama. Kodama Not, der wird da oben sitzen. Du, die, du, die, du. Hallo. Was hat mir eigentlich gemacht? Gott. So ein Ding. Können wir doch kaputt machen. Diese Edelsteine oder was auch immer, Kristalle. Immer erstmal nach oben gehen. Dass uns hier niemand beschießt oder eine Scheiße auf den Kopf wirft. Da läuft mich schon so ein Arschloch rum hier. Und mich hat noch wer gesehen. Bestimmt noch einer weiter oben. Nee, da hinten. Hallo. Ne? Hinter den Sandsäcken hat er sich versteckt. Komm, nach Hause. Ach ja. Hallo. Zack, 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 zack. Oh Gott, das hat mich sogar getroffen. Eigentlich. Jetzt wird die Heilung gut gekommen. Aber egal. Da hinten liegt noch ein kleiner Schatz. Ein bisschen Beute vielmehr. Was haben wir hier? Ein Handrohr. Das sind so fette Kanonen quasi. Gefallen mir überhaupt nicht. Sieht auch irgendwie ein bisschen dämlich aus, wenn man damit schießt. Nicht mein Fall. Ist hier nicht kaputt? Nope, offenbar nicht. So, okay, dann haben wir hier oben bis auf die Truhe hier. Meisterbogenschützen-Fächerhelm. Ja, haben wir hier oben erstmal alles abgefrühstückt. Dann kümmern wir uns jetzt um die Typen, die hier unten so rumkrebsen. Komme ich da ran an den? Wir müssen einfach mal. Nein. Hallo. Stich. Holen wir uns halt so ein bisschen Energie zurück. Mit diesen Mini-Gegnern geht das ja wunderbar. Lohnt sich jetzt nochmal ein bisschen hin und her zu wechseln tatsächlich. Wow. Genau. Der nächste. Ein bisschen Rice. Wir machen alles kaputt. Das geht nicht kaputt. Das geht aber kaputt. Ein fetter Rotor-Punkt. Oh. Oh, was ist denn das? Der ist neu. Ich dachte, das wäre so ein Rabenfutzi. Oh, Leute, das gefällt mir nicht. Und unsere Yokai-Form ist aufgebraucht. Scheint auch irgendwie so ein. Jetzt ist er wieder verschwunden, scheiße. Gar nicht gut. Oh, ob das funktioniert?
Wir haben ihn auf jeden Fall jetzt schon mal schön verlangsamt. Jetzt muss man drauf, wie ein Wahnsinniger. Weg. Das hat schon mal funktioniert. Ich sag den. Oh, das war ein Fail. Oh, scheiße, scheiße. Oh, wir sind verbrannt. Scheiße, ich hab zu spät gesehen, dass wir gebrannt haben. Okay. Den Gegner kenne ich noch gar nicht. Das ist ein komplett neuer Gegnertyp. Das ist aber auch natürlich auch ein bisschen spannend jetzt. Allerdings, was ich nicht so spannend finde, ist, wie weit wir dafür jetzt wieder laufen müssen. Ich meine, es waren jetzt keine besonders starken Gegner auf dem Weg hierher, aber doch irgendwie auch gar nicht mehr so wenig. Ich auch. Habe ich da gerade den Angriff gemacht? Ne, den habe ich offenbar noch nicht. Es gab so einen, wo man auch nochmal mit der Rückseite mit dem Schaft zuschlägt dann. So ein Doppelschlag. Dann habe ich den noch nicht freigeschaltet. Aber hatte ich eben nicht einen Punkt bekommen? Ja. Ne. Omnio-Punkt hatten wir bekommen. Und ich habe bei unserem Ninja-Dinger noch gar nicht geguckt, da können wir eigentlich auch noch upgraden. Das geht immer noch nicht. Wir machen aber, solange wir das nicht können, verbessern wir den Faultier-Talisman, dass der nicht so teuer ist. Können wir nämlich auch wieder mehr von unserem anderen Kram mitnehmen. Das ist jetzt natürlich echt ätzend. Wir sind jetzt hier einmal komplett durch die Höhle schwarten wieder. Nein. Hanno. Das ist echt ätzend. Ach, come on. Ich dachte, ich kann es nicht schleichen. Mindestens können wir uns so ein bisschen hochheilen. Können wir uns an den anschleichen? Na, ja, der fällt um. Stich! Geht immer. Geht auch. Schade, dass dieser Flammenpenner verschwindet nach einer Zeit. Das hätte man nicht schön von oben kommen können. Einen schönen fetten Sprungangriff gemacht. Frau gesessen. So. Ist auf jeden Fall schon mal wieder schön komplett aufgeheilt. Na, wo macht der andere rum? Da hinten, nee, das so lange warte ich jetzt aber hier bestimmt nicht. Einmal runter. Oh nee. Ich war felsenfest überzeugt, dass ich ihn damit unterbreche. Was gibt's denn? Ja, die Rüstung hat wenigstens getriggert. Sehr schön. Unser Schutzgeist. Natürlich genau da, wo der Penner jetzt runterkommt. Wir nutzen jetzt mal unsere Giftbrühe, Lähmungsbrühe gegen den Typ. Okay, der nutzt viel Feuer. Oh, das war zu früh. Shit. Zu schwer eine Attacke abzuschätzen, die man noch nicht kennt. Aber er hält nicht viel aus, habe ich zumindest das Gefühl. Ach ja. Nicht irgendeine Feuerscheiße die ganze Zeit. Ja, zu sehr auf das. Oh, come on. Echt schwer abzuschätzen für mich gerade. Das ist ein ganz schöner Magie-Penner, ne? So.
Gut, da haben wir uns gegenseitig verpasst. Macht nichts. Jo, das hat geklappt sogar. Okay, nein, wir haben nicht viel Ausdauer. Ah, fuck, zu lange gewartet. Ach, ging doch aber. Das war doch in Ordnung. Damit kann ich leben. Zweiter Versuch. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber so schwer kam der mir jetzt doch nicht vor. Zum Glück echt wenig ausgehalten. Aber war auch eine schöne Fläche, um zu kämpfen, sage ich mal. Viel Platz. Von daher ging das schon mal. Ja, so viel zum schöne Fläche zum Kämpfen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich sowas hier hasse. Nämlich an solchen Orten hier kämpfen zu müssen, wo man null Platz hat. Ruckzuck fällt man nämlich einfach nur runter. Das ist einfach eine Scheiße. Deshalb mache ich jetzt hier erstmal mit Pfeil und Bogen, was geht. Tschüss. 16.000 Schaden. Das hat gereicht. Nicht zu stürmisch laufen. Es wirkt so, als kommt mir komisch vor, dass wir hier überhaupt lang müssen, aber es ist offenbar so. Und da ist die Tür. Da ist unser Shortcut, den wir brauchen. Unsere Yokai-Form ist leider noch nicht aufgebaut. Vielleicht ist das wieder so ein Knilch. Oh, das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gefällt mir das. Das hilft hier alles nichts, ne? So, was wartet hier auf uns? Enki, ein Affe? Mit einem Affen müsste ich aber eigentlich fertig werden. Ton liegt auf Müsste. Scheiße, nicht das Horn erwischt. Jetzt aber, oder? Nein! Scheiße, scheiße. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nein, ich wollte mich heilen und dann macht er den Stich. Warum sage ich auch sowas wie, mit dem Affen müsste ich fertig werden? Oh, come on. Jetzt muss ich mich da wieder durch die Höhle durchkämpfen. Gib mir die Autograb. Nein, natürlich nicht. Ah, komm. Ich dachte, damit kriegen wir hier ein bisschen von dem Anima zurück. Offenbar nicht. Einfach drauf jetzt. Zack, zack, zack. Leute, Leute, Leute. Ich weiß, was ich jetzt auf jeden Fall in der Höhle mache. Wir arbeiten uns da jetzt einfach ein bisschen dran vorbei an den Typen. Ich habe da echt keinen Bock zu. Wir laufen jetzt hier einfach hoch. Und kürzen da jetzt ein bisschen ab. Kein Bock, mich jetzt hier wieder komplett durchzukämpfen. Den hier müssen wir, glaube ich, erledigen. Der uns sonst Scheiß im Rücken wird. Ja, ja, jetzt kann ich mal so ein Platt machen lassen hier. Oh. Ihr habt gesehen, ich wollte jetzt mal ein bisschen. Oh Gott. Einfach mal ein bisschen konzentrieren wäre vielleicht angemessen gewesen. Was ich gerade erklären wollte. Ich wollte mir ein bisschen angewöhnen, den Wuchtbond auch mal in normalen Situationen zu nutzen, weil er dafür auch gar nicht verkehrt ist. Waren über 30.000. Oh, fuck, ey. So ein Scheißgegner halt auch noch. Keine Leitung klettern, ich weiß es gar nicht. Nee, anscheinend nicht. Pick dich jetzt so hart, Junge.
Alter. Ja, hast du toll gemacht. Hier. Was ist das? Pissoi. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt schon wieder über 5000 zusammen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich laufe jetzt hier einfach weiter. Das war nämlich auch eben mein Plan. Ich wollte eigentlich an den meisten Gegnern einfach vorbeilaufen. Hätte ich das auch mal gemacht. Den Dicken hätte ich mich stehen lassen von den Großen. So. Na komm. So. Ach, das ist wenigstens noch. Ein leichter Trost, dass wir ihn wieder runterschießen können. An dem Penner müssen wir übrigens unbedingt denken, wenn wir den Shortcut hier geöffnet haben. Weil der wird uns nämlich immer von oben beschießen, bestimmt. Das war knapp. Es lief ja eben auch eigentlich gar nicht mal so schlecht gegen den Affen. Eigentlich. Nicht dieser eine Stich gewesen. Come on. So, gut jetzt mal. Griff das Horn. Jawohl, geht doch. Jetzt nochmal drauf. Blitz läuft. Wow. Finishen, finishen. Viele Elixier wenigstens bekommen, immer in etwas. So. Und eine Speerstufe. Das gefällt mir auch gut. Das war das, was ich eben meinte. Was ich machen wollte bei der Combo. Tiefenhaltung ist gar nicht schlecht. Oh, wir können einen Amtssturm machen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, das möchte ich ersetzen. Den Ansturm habe ich auch viel zu selten gemacht. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt, weil ich da irgendwie immer nicht dran denke. Der ist jetzt noch deutlich stärker. Aber der vorher war auch nicht schlecht, gerade gegen menschliche Gegner. Wenn man sie damit nämlich aus dem Gleichgewicht bringt, macht man damit automatisch den Krallen. Das ist nicht wahr. Na, wenigstens macht das an sich kaum Schaden. Immer nett. Gegengift haben wir, glaube ich, immer nur genug gesammelt. Okay, hier müssen wir einmal außen rumlaufen. Jetzt löst die Heilung aus, ne? Wo wir sie überhaupt nicht brauchen. Das ist so geil. Es ist immer so in diesen Spielen. Die Autograbbergung wäre eben halt auch so nützlich gewesen. Dann hätten wir nichts verloren. Die kommt wieder nur, wenn wir 2 Meter vom Schrein entfernt sterben. Und die Heilung nur dann, wenn wir komplett oben sind, sowieso. Ach ja, das Glück. Das für ein Riesenonkel. Okay, wir nehmen hier mal die Lähmung. Und vielleicht kann ich ihn sogar von hinten streifen. Ja, kann ich. Wo sein Kumpel richtig aktiv kommen muss. Zack. Stich. Oh, das hat mir gerade den Arsch gerettet. Und das nicht. Nicht so laut lachen, Junge. Ja, pass mal auf, sonst mache ich mich mal so. Und tot ist er. Ja, wer zuletzt lacht, ne? Und so. Weißt du Bescheid. Heieiei. So, es geht ja wahrscheinlich einmal hier lang und wir konnten diesen Fahrstuhl mit dieser Kurbel rufen. Warum liegt hier einfach einer tot? Hm, vielleicht hat er was
dem Sudama was gegeben, was ihm nicht gefallen hat. Wer weiß. Was können wir dir denn mal hinschmeißen? Wir könnten ja mal probieren. Mich würde einfach mal interessieren. Gewand der Grubenotter. Vielleicht bringt das ja bei den Dingern was. Hier habe ich ja nichts zu verlieren. Das schmeiße ich mir jetzt einfach mal hin. Der macht ja geile Geräusche beim Laufen. Das freut ihn auf jeden Fall ziemlich. Kyras des Mino-Veteran. Ah, schade. Ich dachte, man könnte damit vielleicht so ein bisschen beeinflussen, dass man auch Set-Gegenstände oder so bekommt. Aber es scheint irgendwie echt so ein bisschen random zu sein, was die droppen. Schönes Denglisch, ne? Also offenbar lassen sie auf jeden Fall Waffen fallen, wenn man die Waffen hinwirft, und Rüstung, wenn man die Rüstung hinwirft. Aber der Rest scheint wirklich einfach nur zufallsbedingt zu sein. Okay, dann holen wir uns mal den Aufzug. Ich nehme zumindest mal stark an, dass hier ein Aufzug ist. Ach, kommt von oben. Okay. Ja, vielleicht, Ziegenmann. Im ersten Teil gab es übrigens eine Geisterkatze, die manchmal mit einem mit rumgeflogen ist und geredet hat. Ja, ziemlich faszinierend. So, was nutzen wir denn gegen euch mal? Feuer. Dich! Oh, den haben wir ja schnell. Schuhe der Grubenotter haben wir jetzt gefunden. Und der wirft wieder bestimmt seine scheiß Fackel. Ich wusste es. Jetzt mal wieder gelassen. So, was hast du jetzt davon? Wo geht's hier weiter? Geht's hier noch was? Nee. Okay, ich dachte, hier gibt's vielleicht noch einen Weg. Okay, das Feuer ist sowieso weg. Gibt's hier noch was? Nein. Muss immer mal ein bisschen gucken, was es so an Geheimgängen gibt. Wow. Wurde mir nicht auf dem Feindradar angezeigt? Sah irgendwie nicht so aus, oder? Oh, ich hab ich so aber diesmal. Echt die Schnauze voll von mir. Verkackte Bande. Nix da. Was jetzt davon? Was da? Sollen wir da was? Bei dem probieren wir das doch jetzt. Bei. Können uns erstmal den anschleichen. Stich! Jetzt machen wir das mal hier. Es macht nicht so mega viel Schaden, aber. Alter Schwede, brutal. Macht nicht mega viel Schaden, aber auch gerade gegen menschliche Gegner kann man damit ihr Ki so nach unten ballern. Weil das so viele Angriffe sind, die blocken müssen. Und das macht das dann wieder sehr, sehr nützlich. Die schöne Katze. Da ist aber auch wieder ein Gegner dran. Das ist ein Gegner da. Neben der Katze. Oh. Ist dir so gedacht, ja? Penner. Oh Gott. Jetzt hätte die Heilung halt wieder Sinn gemacht, aber nein. Oh, guck mal. Flammenonkel. Können wir ihn von hier aus beschießen? Kommt er da nochmal rum? Das würde mich echt mal interessieren. Ne, können wir nicht durchschießen.
können nur unser drohendes Unheil sehen. Okay. Aber wo es mit der Katze hingeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann.